au parc André Citroën. Les flocons dans les cheveux, une petite fille en pleurs se promène. Des tontes yeux, je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les hommes me regardent, entendent tous mes baisers qui se croisent. Derrière le jardin japonais. Hallihallo und herzlich willkommen bei Vorspiel, hier der Ausbildungssendung bei FS1 mit Verführung, Lust und Leidenschaft. Astrid. In den nächsten 30 Minuten erwarten uns unter anderem drei Beiträge als Ergebnis von unserem Einsteiger-Workshop hier bei FS1, dem freien Fernsehen in Salzburg. Das Team, das die Beiträge gestaltet hat, stellen wir kurz vor. Das ist zum einen die Katja. Hallo Katja. Hallo. Der Daniel. Hallo. Selbstverständlich die Astrid. Und der Roman. Hallo, grüß dich. Meine Wenigkeit, Fred. Wir werden uns in den Beiträgen mit spirituellen, vorweihnachtlichen und politischen Themen beschäftigen. Und beginnen wollen wir mit dem Spirituellen. Es ist ein Beitrag von Roman, der ihn zusammen mit Reini und Christian erstellt hat in diesem Workshop. Und er heißt Kraftort Schloss Mirabell. Viel Vergnügen. Willkommen bei einer weiteren Sendung von Krypto TV. Heute sind wir in Salzburg beim Schloss Mirabell. Dass der Mirabellgarten ein Kraftort ist, das wissen die meisten nicht. Roman Röder und ich von Krypto TV Team wollen euch diese Sache näher bringen und werden heute den Mirabellgarten durchwandern. Wir sind jetzt beim Zwergergarten, beim nächsten Grabplatz und von dem wollen wir euch auch ein bisschen was erzählen. Roman, ich gebe dir mal das Wort. Ja, der Zwergergarten, das ist eigentlich der bekannteste Ort von Mirabellgarten. Ja. Der Zwergergarten, der dient vielleicht dazu, dass man gewisse Krankheiten loswerden möchte oder Gemütsregungen, die ja nicht passen, weil es vielleicht cholerisch ist, dass man mal die Zwerge bittet, einer von den Leid oder Unwohlsein zu befreien. Die Zwergerl da drinnen sind eigentlich die Untersbergler. Das ist das Volk aus dem Untersberg, die in Untersberg wohnen, aus der Sagenwelt. Und die sind halt dem nachempfunden worden. Jetzt werden wir mal in den Zwergerlgarten reinschauen. Doch bevor wir das machen, müssen wir die Wächter dahinter uns, die müssen wir noch bestechen. Die passen eigentlich auf, dass da keine unliebsamen Gäste reinkommen. Und wie macht man das mit dem Bestechen? Gibt es da irgendein besonderes Rezept? Naja, gibt es ein paar Rezepte. Es kommt darauf an, wie es an liegt. Ich mache es gern schamanisch, ich gebe gern einen Tabak an Naturbelassenen. Aber dadurch, dass das ja Naturlebewesen sind, Naturlebewesen lieben sehr, sehr, sehr die Süße. Ah, Süßigkeit. Dass man Schokolade hinterlässt oder einen Honig, ja. Aber was auch noch geht, sind Kupferlinge, wie so Kupfermünzen. Das lieben sie auch sehr. Das ist, wenn man halt nichts mit hat, dann kann man auch noch ein bisschen Münzen hergeben. Genau. Da freuen sich ja recht mit Zwerge, oder? Ich nehme mir einen Tabak, Naturbelassenen. Den geben wir jetzt den zwei Wächtern. Den Wächter zum Beispiel, da gebe ich es da in den Mund rein, das bietet sie da an. Das ist schön offen. Und dann. Für unseren zweiten Wächter, der hat da den Stachelarmreif drauf, ganz ein gefährlicher.
aber lieber. Dann gebe ich es da in die Hand rein. Na, schau, wie sich der freut, der hat das eine richtige Freude jetzt. Ne? Ich bedanke mich bei euch. Wir bitten um einen Einlass, sage ich noch dazu. Kann man noch speziell sagen, warum? Für Wohlbefinden, für Gesundheit. Und ich würde sagen, schauen wir mal rein, oder? Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei den Zwergerl. Und dann gehen wir mal weiter, oder? Ein Stück halt. Okay. Hallo Roman, wie bist du eigentlich zu der Gründung von CryptoTV gekommen? Ja, das war ich nicht alleine. Zwei Freunde und ich, zum einen der Reinhold Brasser und der Christian Pritzital. Wir haben uns entschlossen, wollten schon lange mal einfach das Thema Spiritualität, Themen wie die Mystik, aber auch soziale Netzwerksthemen, also alles, was so im gemeinen Mainstream ausgeschlossen wird oder vielleicht sogar deformiert wird, passiert leichter mit mystischen Sachen, wird man einfach mal wertefrei wiedergeben. Ja. Wir wollten eigentlich auch so medizinische Sachen in der Alternativmedizin, haben wir auch noch geplant. Also sagen wir mal, das Markenzeichen ist rund um die Spiritualität und das ist ja sehr breit gefächert, geht in die Mystik, aber in soziale Netzwerke rein. Okay. Und warum habt ihr jetzt ausgerechnet das Thema bzw. den Ort Mirabellplatz hergenommen? Ja, Kraftorte sind uns ganz ein besonderes Anliegen. Wir haben ja nur eine andere Sendung geplant, die ist mit dem Pfarrer Schmatzberger und der hat auch einen Kraftort gegründet in Großgmain. Okay. Und dann sind wir im Zuge drauf gekommen, wir könnten ja mehr machen, weil es ja viele Kraftorte gibt, nicht nur in Großgmain. Dass man mal einfach sieht, in Salzburg gibt es irrsinnig viele Kraftorte, die Leute fliegen ja was Gott wo in Urlaub hin, um irgendwo Kräfte zu sammeln. Ja. Und die Leute wissen gar nicht, was vor der Haustüre eigentlich bei einer ist. Okay. Ja, und da haben wir uns erst mal vorgenommen, jetzt den Zwergalgarten da dazu zu machen und es wird dann noch nachträglich erweitert. Andere Orte kommen also auch noch. Ja, also gerade beim Mirabellgarten, da gibt es ja ganz viele Kraftorte, nicht nur den Zwergalgarten. Okay. Und dann auch noch Kraftorte Untersberg werden wir noch mit einbringen. Okay. Und wie gesagt, vom Pfarrer Schmatzberg aus Großgmain da auch noch den Marienheilgarten. Gut, danke schön. Bitte, danke mich ebenfalls. Herzlich willkommen bei Pro und Contra. Ihre Meinung ist gefragt. Seit einigen Wochen werden die Gemüter der Salzburger Bürger und Bürgerinnen von einem Thema erhitzt, nämlich Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn. Wir waren für Sie in der Stadt Salzburg unterwegs und haben Meinungen eingeholt. Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn, haben Sie davon schon gehört? Gerade eben heute erfolgt, ja. Was halten Sie denn von Tempo 80 auf der Stadtautobahn? Sofern es niemand gefährdet, den Verkehr beschleunigt, hätte ich nichts dagegen. Tempo 80 auf der Stadtautobahn in Salzburg, schon gehört? So in der Zeitung gelesen, jawohl. Bin darüber informiert. Was hältst du davon, von Tempo 80 auf der Stadtautobahn? Ich finde es eine sinnlose Sache, breite Straßen zu bauen, Autobahn zu nennen und dann eine 80 km/h Beschränkung zu machen. Was würden Sie machen, wenn Sie Politiker wären und die Entscheidung treffen müssten? Als Politiker muss ich schauen, dass der Verkehr läuft, dass die Straße ausgenutzt wird und deswegen würde ich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf jeden Fall aufheben und zumindest 100 bis 120 km/h erlauben. Ja, Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn, haben Sie schon gehört davon? Ja, habe ich davon gehört und ich finde, ja, für die Politiker 80er, das reicht normal 50, aber die anderen sollten 120 fahren, weil die Politiker streichen eh genug ein. Also hat sich das dann eh erledigt. Nicht? Für die Politiker 80 und für die anderen 120. Danke. Nächster Interviewpartner. Haben Sie schon gehört von Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn? Habe ich schon gehört über die Medien. Bin kein Salzburger, deswegen habe ich es über die Medien gehört. Was halten Sie davon, von 80 auf der Stadtautobahn? Also ich finde, eine dreispurige Autobahn mit 80 ist nämlich sehr gut überlegt, muss ich sagen. Also gratuliere. Nicht? Ich fahre 70.000 Kilometer im Jahr, davon 50 auf Autobahnen und da kommt man natürlich 80 irrsinnig entgegen, muss ich sagen. Nicht? Also ich bin voll begeistert, wenn man das richtig jetzt deutet. Nicht? Gell? Ja? Also wir wollen es nicht deuten und schon gar nicht werten, wir sind wertneutral.
Aber ich meine da ein eher Nein herauszuhören, richtig. Nicht Tempo 8. Genau, richtig. Also ich bin gegen Tempo 8. Da brauche ich keine dreispurige Autobahn bauen, nicht, wenn ich dann dem alles gegen IGL bin ich überall voll einverstanden, aber ich brauche keine dreispurige Autobahn mit Tempo 80. Ja. Wenn Sie aber jetzt selbst Politiker wären und entscheiden müssten, was würden Sie tun? Wenn ich selbst Politiker wäre, würde ich diese Überlegung gar nicht anstrengen. Nicht? Ja? Weil ich glaube, es gibt wesentlich mehr Probleme, mit denen man befassen kann, als mit solchen banalen Sachen. Nicht? Ja? Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn, schon gehört? Ja, natürlich. Was halten Sie von Tempo 80 auf der Stadtautobahn? Eigentlich nicht sehr viel. Mir ist das irgendwie ein Blödsinn. Als musste man eigentlich irgendwas in Stadt machen, wegen dem Verkehr und Autobahn. So wie es jetzt ist, 100 ist eigentlich in Ordnung. Wenn Sie selbst Politikerin wären und entscheiden müssten, wie würden Sie entscheiden? Ich würde 100 Tempo so behalten, wie es ist, aber in Stadtverkehr irgendwas machen mit überhaupt mit dem Bussen und Preisen, damit viel mehr Leute mit öffentlichem Verkehr fahren und nicht mit den Autos in Stadt. Also mit Autobahn ist das ein Blödsinn. Ja, meine Damen und Herren, das Resümee aus unserer Befragung hat ergeben, dass es mehr Gegner als Befürworter in Sachen Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn gibt. Wir werden sehen, was das Christkind bringt. Wünsche sind offen. Wunschkarten bitte an das Christkind schreiben. Alles Gute, vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Zuseher. Wir sind wieder bei FS1. Jetzt habt ihr den nächsten Beitrag gesehen von Pro und Contra. Dazu, das sind die Sendermacher, der Fred und der Daniel. Ja. Pro und Contra sagt sicher schon einiges, ein bisschen was aus. Da geht es von für und wieder um gewisse Themen. Doch da frage ich jetzt einfach mal speziell euch. Fred, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das Magazin Pro und Contra zu gründen? Naja, Pro und Contra, deshalb, wie du schon sagtest, für und wider. Und zu für und wider gibt es unterschiedlichste Themen und unterschiedlichste Meinungen. Und dementsprechend haben wir uns das Thema Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn ausgesucht, weil es einfach in den letzten Wochen und Monaten, egal ob du die Zeitung aufschlagst, ob du den Fernseher einschaltest oder ob du auf Facebook bist, ein Thema ist oder ein Hauptthema ist, in der Vorweihnachtszeit übrigens. Ja. Aber da sieht man, Jahreszeit spielt keine Rolle. Die Gemüter erhitzen sich in den letzten Wochen zu diesem Thema Tempo 80 auf der Stadtautobahn und wir haben uns gedacht, wir greifen dieses Thema mal auf, wertfrei und fragen durch die Bevölkerung durch. Mhm. Habt ihr schon andere Themen irgendwie im Petto? Das war jetzt unsere Premiere, unser erstes Thema. Wir haben uns da noch keine genauen Gedanken gemacht, aber ich bin mir sicher, der Daniel ist ein kreativer junger Mensch, dem fällt sicher noch was ein. Und dann werden wir in Zeitungen steht ja genug drin, wo man mal die Leute von Pro und Contra fragen kann. Der Stoff geht euch sicher niemals aus. Definitiv. Ihr seid eigentlich ja neutral in der Sendung. Ja? Also ihr wolltet den Zusehern die Werte selbst entscheiden lassen. Aber ganz neutral kann man nicht immer sein, weil die Menschen fragen sich sicher vor den Fernsehern auch, was ist zu euch ein Themenholz? Und wenn wir gerade bei Tempo 80 waren, frage ich vielleicht die Daniel. Hast du ja schon Führerschein? Zurzeit noch nicht. Ja. Ich mache dann im Sommer. Und ich bin der Meinung, das Tempo 80 ist eine schlechte Idee, weil es eigentlich keinen Vorteil bringt. Sondern es sogar erwiesen ist, dass man dadurch, dass man länger auf dieser selben Strecke ist, von der Zeit her, auch das Auto mehr Abgase rauspusten kann. Und sogar eigentlich schlechter ist, als wenn man da einfach mal kurz durchsaust. Also 180, 190 muss auch nicht sein, aber 100 bis 130 hätte schon gepasst, finde ich. Wäre gesundes Limit. Und wäre gesundes Limit. Ja. Und ich finde, das sollte man so lassen. Sehr schön. Wie du schon sagtest, Roman, es ist eine Frage des Wertens oder Nichtwertens. Unser Beitrag hat sich bemüht, wertfrei zu sein, auch in der Fragestellung. Was allerdings dabei herausgekommen ist, wie man vielleicht gesehen hat im Beitrag, dass die
Mehrzahl der Interviewten, das ist natürlich keine repräsentative Umfrage, die Mehrzahl der Interviewten gegen Tempo 80 ist, aus diesen oder jenen Gründen. Ja, sehr schön. Also ich glaube, die Zuseher werden sich schon sehr, sehr auf eure nächsten Projekte von Pro und Contra freuen. Und so sieht man einfach mal auch, was das Volk selbst über gewisse Meinungen denkt einfach. Natürlich ist es nicht ganz genau, was ein Volk denkt, weil regionmäßig sind oft die Aussagen vielleicht unterschiedlich. Aber eine gewisse Aussage hat so doch schon ausgesagt, was manche Menschen doch denken drüber. Und ich wünsche euch auch viel Erfolg mit euch im Magazin. Danke. Und ich glaube, die Zuschauer, wir wollen schon mehr von euch sehen. Wir hoffen. Ja. Zukünftig, wir geben Gas. Spitze. Es ist die dunkle Zeit des Jahres, aber Weihnachten steht vor der Türe. Was macht die Leute in dieser Zeit glücklich und was kann der Christkindlmarkt auch dazu beitragen? Das haben wir von FS1 heute hier am Christkindlmarkt die Passanten gefragt. Ach, einfach genießen, gutes Essen, schönen Wein und ja, ansonsten mit einer positiven Grundeinstellung kommt man durch jede Zeit gut und es ist sehr herrlich jetzt momentan. Also für mich ist besonders meine Kinder daheim und das ist halt schön, Weihnachten sieht man halt wieder ganz anders mit Kindern daheim und Plätzchen bauen und so macht auch wieder mehr Spaß, einfach gemütlich daheim sitzen. Schatzi? Ja, schau, die gemütliche Zeit, das, die Gemeinsamkeit, irgendwie das Kuschelige daheim mit Kamin, Ofen einheizen, Tee trinken. Ja, ist ganz nett, wenn man den Kachelofen ein bisschen einheizt und gemütlich davor sitzt, das ist ganz was Feines, ja. Kekse backen, also es ist schon zwar oft, wenn es dann so lang dauert, die kalte Zeit, ist schon blöd, aber irgendwie freut man sich trotzdem immer drauf. Es ist die dunkle Zeit vom Jahr, es ist ein bisschen matschig und ein bisschen kalt. Wie schaffen Sie es, durch diese Zeit zufrieden durchzukommen? Ja, also mit viel Ruhe und nicht viel vornehmen, ohne Stress, dass man sich abends eine Kerze anzündet und in Ruhe das genießt. Ja. Haben Sie dann auch schon eine Vorfreude auf Weihnachten jetzt? Ja, sicherlich. Das ist ganz wichtig. Für die Familie, für die Kinder, kleine Vorbereitungen. Nicht überhäufen die Geschenke, selbstgemachten Sachen. Und da hat man selber eine Freude und man schenkt dann auch viel lieber. Und was ist dann das ganz Spezielle und Besondere an Weihnachten für Sie? Das Spezielle und das Besondere ist das Geburt Jesu Christi. Ich bin gläubig. Und ich gehe in die Mette und ich auch meine Familie und das Miteinander und in Liebe leben. Ja, die dunkle Zeit des Jahres. Weihnachten ist ja komischerweise immer im Winter. Ja. Katja, was meinst denn du, wie kann man denn die dunkle Zeit des Jahres aufhellen? Ja, ich persönlich, ich weiß nicht, auch wenn es die dunkle Zeit ist, ich das Besondere oder halt das, worauf ich mich trotzdem freue, ist halt Weihnachten und Geschenke und ja, halt überhaupt so, ich finde das, was das alles trotzdem irgendwie schön macht, auch das ganze Weihnachtliche, wenn man durch die Stadt geht, Getreidegasse, es ist alles voll schön geschmückt und der Christkindlmarkt, man freut sich da halt voll drüber und es ist halt auch Kuschelzeit und so, deswegen ich... Ja, hier bei uns im Studio von FS1 ist ja auch sehr kuschelig. Ja, kuschelig war, ja. Astrid, für dich bedeutet dann diese dunkle Zeit was und wie hältst du es persönlich auf? Ja, das ist für mich eigentlich jedes Jahr immer so ein Thema, weil für mich persönlich der November wirklich so der absolut schlimmste Monat im ganzen Jahr ist, weil da ist es einfach schon kalt und schon grau, aber es liegt noch kein Schnee, es stehen keine Feste an, es ist nur Allerheiligen, Allerseelen, es ist einfach wirklich nur triest, finde ich, außer ein paar liebe Leute haben Geburtstag, aber ansonsten, und da hilft einfach nur rauf auf die Berge irgendwie zu kommen, um über der Nebeldecke zu sein und viel rauszugehen, finde ich. Und dann im Weihnachten und mit dem ersten Schnee, wie wir es jetzt eh auch schon haben, finde ich, dass es wirklich sich alles schon richtig gut anfühlt und schon gut aussieht und alles glänzt und glitzert, ist auch viel heller mit dem Schnee schon überall. Und es gibt viele Feste zu feiern und man hat seine Lieben um sich rum und es gibt gutes Essen und viele Geschenke, also ab da... Ich finde nur, dass der November wirklich irgendwie so ein Monat ist, durch den man durchkommen muss. Am besten mit viel, viel, vielen Jacken ganz draußen einfach. Und viel frische Luft. Und dann
was das eigentlich ist schon mit dem Winter, weil dann kann man bald snowboarden gehen, dann kann man feiern, dann hat man Schnee. Wunderbar. Wenn ihr jetzt zurückdenkt, ihr seid ja noch relativ jung, aber ihr wart noch jünger. Als Kind, wie schaut es denn als Kind aus? Könnt ihr euch da erinnern, was hat eure Augen zum Leuchten gebracht in der dunklen Zeit? Ja, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, so das Weihnachtsfest als Kind war wirklich einfach volles Erlebnis. Also bei uns, in unserer Familie, da ist dann immer mit der Glocke wird dann geläutet, wenn das Christkind kommt, und man glaubt ja als Kind noch ans Christkind. Also das ist wirklich sehr spannend und aufregend, und wenn man dann runter ins Wohnzimmer kommt und der ganze Raum ist nur erhellt von dem Christbaum, wo die Kerzen irgendwie angezündet sind, das ist, also das habe ich als Bild noch wie heute in meinem Kopf. Liebe Kinder, ein Hinweis an euch, es gibt das Christkind wirklich, aber nur für die braven Kinder. Also natürlich gibt es das Christkind. Schöne Sache, und du sagtest ja, nach dem Winter kommt wieder das Frühjahr und es geht bergauf sozusagen. Schöner Beitrag, vielen Dank, dass ihr das so toll gestaltet habt. Und jetzt, liebe Zuschauer, geht es weiter mit einem Musikvideo vom Feinsten und im Anschluss daran das spannende Interview mit Alex Naringbauer von FS1. Willkommen zurück hier bei FS1 bei der Sendung Vorspiel, der Ausbildungssendung des Freien Fernsehens in Salzburg. Wir haben jetzt uns als Gruppe überlegt, dass wir den Workshop-Leiter Alex Naringbauer ins Studio einladen und ihn selbst noch befragen, jetzt wo wir alle rausgeschickt worden sind und alle was erleben durften. Jetzt ist er auch noch dran und muss sich unseren Fragen stellen. Alex Naringbauer, herzlich willkommen im Studio. Danke, gerne. Die erste Frage will ich dir gleich stellen. Du engagierst dich mit den Workshops im medienpädagogischen Bereich. Was ist für dich persönlich das Besondere an dieser Arbeit und was ist besonders wichtig an dieser Arbeit für dich persönlich? Im medienpädagogischen ist man mittlerweile sehr wichtig geworden, dass man Leute dazu bringt, etwas auszuprobieren. Das machen wir auch gerade
Wir probieren gerade gemeinsam eine Live-Sendung aus. Es passiert dann zwar oft, dass man sich ins kalte Wasser geschmissen fühlt, aber ich glaube, das kann einen Lernprozess etwas befördern, der sonst vielleicht gar nicht eintritt. Und was willst du den Leuten da zeigen? Wo soll es da Klick machen? Es soll Klick machen in dem Sinn, dass man sagt, wenn man was selber macht, dann darf man auch Fehler machen. Natürlich zählt immer der eigene Anspruch an das, was man macht. Man darf aber auch Fehler machen, das möchte ich den Leuten zeigen. Und ich möchte ihnen sagen, je mehr man selber sozusagen an etwas arbeitet, umso besser wird man selber und umso besser gefällt einem selbst, was man selbst macht. Das will ich vermitteln, vielleicht im Großen. Ja. Dann genehmige ich mir, die nächste Frage zu stellen. Also gibt es bei FS1 oder hattest du schon besondere Momente, so lustige Ereignisse? Ja, hatte ich. Also es ist eigentlich die lustigsten Ereignisse sind immer die, wenn eine Live-Sendung beginnt, zu der man wenig Zeit hat, sich vorzubereiten. Das sind oft zwar oft die stressigsten Momente auch, aber am Ende ist man meistens sehr, entspannt, um eine Erfahrung reicher. Der erste Moment dieser Art war die erste Live-Sendung, die wir gemacht haben. Die haben wir gemacht mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst, der bei uns im Haus oben ist. Und die hat geheißen Über das Scheitern, was natürlich ein super Titel ist für die erste Live-Sendung. Und es ist eigentlich ziemlich viel in die Hosen gegangen. Die Live-Sendung hat eine Stunde später begonnen, aber sie hat begonnen. Ja? Und sie ist dann sozusagen auch live auf Sendung gegangen. Das war tatsächlich ein lustiger, aufregender Moment. Dann stelle ich noch eine Frage. Da wir jetzt bei so Stressmomenten sind vor einer Live-Sendung, geht es hier häufig stressig zu oder? Jein, es gibt Stoßzeiten, wo es sehr stressig ist und es gibt Zeiten, wo es wieder gemütlicher ist. Eigentlich wahrscheinlich wie in vielen anderen Berufen auch. Ja. Okay, dann Alex, was für Zukunftserwartungen stehst du selbst an FS1 und wo denkst du, kann man noch was ausbauen an den Sender und was erwartet die Zuschauer in der Zukunft? Ich glaube, die Zuseher erwartet, das waren jetzt drei Fragen, ja, ich probiere es einmal. Die Zuseher erwartet in Zukunft, glaube ich, erwarten viel, also mehr Sendungen, mehr Sendungsmacher. Das ist auch das, wo ich quasi die Zukunft und auf was ich mich freue, dass einfach immer mehr Leute kommen und immer mehr Leute auch produzieren und sozusagen ihre Inhalte, ihre Ideen, ihre Sendungen, ihre Bilder und Töne ins Fernsehen bringen. Und Ausbau für FS1 der erste Schritt ist ja quasi, beginnt ja schon. Wir werden ab Anfang 2014 im ganzen Bundesland Salzburg im Kabelnetz senden. Und dass wir auch dann Leute sozusagen vom Land, unter Anführungszeichen, auch dazu bewegen können, selbst Sendungen zu produzieren. Das ist für mich sozusagen weitergedacht für meinen Bereich, auch den ich da herinnen ausfülle, die nächste Ausbaustufe. Sehr interessant. Ja, danke schön. Gerne. Und diese Sendungen laufen dann ja unter dem Titel Vorspiel. Jetzt würde mich interessieren, bei Vorspiel, da kann man sich vorstellen, was man mag. Ja. Vielleicht wird da dem einen oder anderen ein bisschen heiß dabei. Was habt ihr euch dabei gedacht bei dem Titel Vorspiel? Wir haben so lang herumgetan, wie soll man diese Sendung nennen. Die erste Sendung, es waren glaube ich 20 verschiedene Titel. Und irgendwann ist dann einmal dein erstes Mal auf FS1, das haben wir dann sogar ganz lustig gefunden. Und haben uns gedacht, ein Vorspiel, das wäre vielleicht auch ganz nett. Und jetzt ist es sogar die Kombination geworden, Vorspiel. Denn erstes Mal auf FS1. Und der Hintergedanke ist natürlich, dass das erste Mal live auf Sendung zu gehen, vielleicht sogar ein bisschen ein erotischer Moment ist, sozusagen ein sehr aufregender Moment. Rote Köpfe und jeder ist irgendwie ein bisschen aufgeregt. Und vielleicht ist das ein Mitgrund gewesen. Und sonst ist es einfach, glaube ich, ein lustiger Titel. Definitiv, vielen Dank. Ja, für uns ist es auch Premiere, jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Jawohl, ich denke, unsere Stunde ist abgelaufen, unsere halbe Stunde. Und wir kommen zur Abmoderation. No? Wir wollen uns bei euch bedanken fürs Zusehen. Es war mir ein Vergnügen und unserer Gruppe, glaube ich, auch. Es war sehr erotisch und leidenschaftlich. Und wir wünschen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm auf FS1. Rancard au parc, André Citroën, des flocons dans les cheveux. Une petite fille en pleurs se promène, des tons tes yeux. Je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les hommes me regardent, entend tous mes baisers qui se croient.